Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Sims Mittelalter. Und ja, ich habe bereits das Tutorial hinter mir. Ich hatte das eigentlich aufgenommen gehabt, aber es war ein bisschen, ja, der Ton war ziemlich schlecht und die Hintergrundmusik war einfach zu laut, sodass ich das jetzt einfach gecancelt habe und dachte mir, ich fange hier an. Es war ja sowieso nur in Anführungszeichen das Tutorial, das mich ein bisschen geärgert hat, weil ich habe mir einiges auch durchgelesen. Ich habe eigentlich wirklich drei Parts aufgenommen gehabt und ich konnte währenddessen nicht speichern. Ja, gut, jetzt ist aber nächster Tag und hier sehen wir unsere Hauptdarstellerin, unsere Hoheit, die Gräfin Sarah, die habe ich auch erstellt oder zumindest versucht, sie zu erstellen. Das ist Gräfin Sarah und ja, sie, was ist hier so die Aufgabe? Also wir sind hier in unserem, ich sag mal, Schloss. Das hier ist so ein, also hier kann ich zum Beispiel königliche Dokumente verfassen oder hier hinten verschiedene andere Dinge tätigen, Sonderedikt vorschlagen und so weiter. Hier laufen so ein paar bestimmte Figuren rum. Hier ist mein Thron übrigens. Ich kann auch Hof halten hier. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Und hier drüben, ja, da spielen sie zum Beispiel. Ihr seht hier gerade, Moment mal, Lauren, die Jungfer-Gefährtin Linota, wie auch immer sie heißen, Meister, Konstruktor Jared und so weiter. Außerdem hier draußen, ja, hier ist zum Beispiel ein Briefkasten. Hier habe ich schon mal Wildblumen entdeckt und so weiter. Dann zeige ich euch direkt nochmal, ne? Eine Etage höher wollte ich doch jetzt. Warum geht das nicht? Ach, da oben geht es auch. Hey, Mini. so ganz, wie ihr seht, bin ich noch nicht im Reihen. Oh, guck mal, hier muss ich... Taurus, der Diener, das ist mein Diener. Ja, was der in meinem Anziehzimmer macht, weiß ich auch nicht so genau. naja. Also das ist mein Anziehzimmer. Ich kann hier Sachen wechseln und hier habe ich mein Bett. Ich habe auch noch nicht so viel eingeräumt. Es ist alles so geblieben. Was heißt nicht ganz? Ich habe nur ein Bild aufgehangen zum Üben quasi. Genau. Ja. Und das ist so. Hier kann ich was essen. So, ich gehe nochmal runter. Und das, was ich euch... Also ihr werdet es auch mit der Zeit auch genau wie ich. Ich weiß... Ich habe nur dieses Tutorial gemacht, ansonsten kenne ich es noch nicht. Ja, und das ist wie gesagt Gräfin Sarah und mein Königreich hatte ich Saki genannt. Ja, ich bin gelehrt, dein Sim kann Objekte untersuchen, um die Stimmung fasziniert zu erhalten. Wenn dein Sim ein Buch liest, bekommt er gute Laune. Und redegewandt, deinem Sim stehen bei der Unterhaltung mit anderen zusätzliche soziale Interaktionen zur Verfügung, die eine Beziehung immens verbessern können. Aber ich bin auch grausam. Dein Sim hat oft die Stimmung aufgestaut Wut und muss sich ein unglückseliges Opfer suchen, an dem er seine Gemeinheiten loswerden kann. Ansonsten bin ich noch agnostisch, das heißt, dass ich mich noch für einen Glauben entscheiden muss oder sollte. Und hier seht ihr die ganz unterschiedlichen Beziehungen. Das sind wirklich schon ganz, ganz viele. Mit der Waldräuberin Donna, ja, mit der habe ich schon gekämpft. Und die Raufboldin Merilda, die habe ich auch an den Pranger gestellt. Ja, und die Gefährtin Linoda, die hat halt so einen meiner Wutausbrüche da immer mitbekommen. So, ansonsten hier habe ich den Minnesinner Malachai, mit dem bin ich schon, ach je, der ist ungepflegt, schlaflos und engagiert. Uiuiui. Partner? Was? Achso, nee. Achso, unten drunter steht Partner, keinen. Okay, ich verstehe. Und hier, das ist der Meisterkonstruktor Jared, der ist kreativer Koch, hoffnungsvolle Weise und grausam, ebenfalls wie ich. Wo ist denn mein Butler? Mein Diener? Wie hieß der Diener? Gauner? Maid? Keine Ahnung. Hab ich mich noch nicht mit ihm unterhalten. Vielleicht. So, hier sehe ich Verpflichtung umgangen. Das ist meine... Ja, ich habe irgendwas habe ich nicht getan, was ich eigentlich hätte tun sollen. Ja, ich bin auch ein bisschen hungrig, wie ihr seht. Da müsste ich jetzt mal direkt was essen gehen.
und leicht konzentriert. Die Leichtkonzentration von Sarah wirkt sich leicht positiv auf die Questleistung aus. Ich habe hier nämlich Quests zu erschaffen und hier muss ich, das sind meine Quests, das ist, bin ich, Ratgeber nach Familienwappen fragen. Jawohl, irgendwas, genau, das machen wir mal direkt, während ich auch ja schon weitererzählen kann. Oh, das ist doch eine Frau. Ratgeberin Ravena Hirtschicke. Ich möchte nämlich irgendwie ein Familienwappen oder beziehungsweise ich möchte es wissen. Vielleicht kannst du ja deine Verwandten benachrichtigen, dass dir jemand dein Wappen bringen soll. Okay. Das war eine Duftwolke hier. Dann Brief an Verwandte am Schreibtisch schreiben. Okay, dann kann ich wahrscheinlich hier, genau. Und schreiben wir gerade noch einen Brief, bringen den an den Briefkasten. Was macht ihr denn da hinten? Prinzessin des Handels Lilian von Nachlässingen. Das ist irgendwie so eine Nachbarin. Das ist mein Liebessänger, der sich mal duschen müsste. Kann ich ihm das mal irgendwie sagen? Nein. Ich schicke die Post auf die Reise. Okay, wartet. Dann muss ich hier Brief an Verwandten schicken. So, dann gehe ich nämlich hier raus und schicke den Brief weiter, aber dann habe ich jetzt definitiv erst einmal Hunger. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe Montag 21 Uhr. Also, ich muss im Endeffekt hier bei Sims Mittelalter ein Königreich erstellen. Mein Königreich, ja, das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie das funktionieren wird. Hier haben wir übrigens Tauben. Die sind unsere Postboten quasi. So, hier bei mir. Gräfin Sarah. So, Postbote. Supi. So, ich habe einen Brief an meine Verwandten geschickt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mir zu Hilfe kommen. Ich werde meine Untertanen bitten, alles für ihre Ankunft vorzubereiten. Das heißt, Diener bitten, auf Ankunft vorzubereiten und Ratgeber bitten. Okay. Dann gucke ich mal gerade rein. Also eben nach oben gehen kann ich ja erstmal meinen Taurus, den Diener, dazu bitten. Das Essen ist schon vorbereitet, okay. Ja, Griffin, Sarah, ich werde dir sofort etwas zu essen bringen. Ja, dann mach mal. Ich bin nämlich hungrig. Los. Wobei ich hätte... Warum? Wo gehe ich jetzt hin? Hallo? Gehst du? Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Die steht mittendrin. Hallo? Hier könnte ich übrigens etwas lesen. Das wäre auch mal interessant. Sarah kann die folgenden Bücher lesen. Mittelalterlicher Wahnsinn, Band 4. Okay, ich gehe mal an die Tasche nach oben. Ups. Ah. Die baden alle in meinem... In meiner Badewanne. Kann ich eigentlich auch... Ja, ich kann auch. Ich muss gestehen, oh, was ist los? Sehr hungrig und Verpflichtung umgangen. Das habe ich immer noch. Ja, ich weiß, ich bin der Verpflichtung umgangen. Das war irgendwie im Tutorial. So, wo bin ich denn, verdammt? Was mache ich denn hier? Wo ist denn jetzt mein Essen? Ah. Okay, ich bin hier hungrig. Ich muss jetzt erstmal was essen. Ich kann jetzt erstmal nichts anderes. Ich muss was essen. Dann ist... Und das hier, das ist irgendwie so meine Konzentration. Die sollte eigentlich im grünen Bereich sein, also eben weiter oben. Ja, so. Das wäre irgendwie... Macht Sinn. Übrigens ist das hier mein Inventar. Ja, ich habe so verschiedene Sachen schon gefunden. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll oder kann. Aber schauen wir mal. Und da bin ich bei Level 2. Ich kann Strategieentwürfe und Erlassen von Edikten an Taktikkarte auf, dann auf Drohnen halten. Kampfweise erholsamer Tanz. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und leicht verbesserte Kampffähigkeiten. Okay, was mache ich denn? Ah. So, ich, genau, ich muss euch noch bitten... Das jetzt hier so. Ich habe eigentlich schon geklickt, aber. Und danach muss ich fast mal ins Bett. Also, ich bin nämlich ziemlich müde. Was ist jetzt das? Also, ich
5 Stunden braucht das noch. Ich werde dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist, meine Dame. Jawohl, das ist sehr schön. Und warte mal, du auch noch, du Dinataurus. Mit dem ich übrigens noch mal ganz kurz sprechen möchte. Ich möchte dich kennenlernen. Weil du stehst nicht in meiner Liste. Hier. Was ist das? Hellseherin Donner. Wieder rumläuft. Ah, mein Verwandter ist angekommen. Ich werde ihn willkommen heißen. Liebe Lady, meine Dame. Mein Verwandter ist schon angekommen. Okay, Taurus ist einsam, lebenslustig und auch grausam. Hier laufen lauter grausame Menschen rum. Wo ist da mein Verwandter? Hier. Wie heißt der? Cousin Jeez oder so ähnlich. Im Drohensaal willkommen heißen. Wer bist du? Blumenverkäuferin Penelope. So, ich kann nicht weiter rübergehen. Das ist doof. So, komm mal durch. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich stehe schon wieder mitten im Ding, oder? Also, ich... Ja. Also, ihr seht, ich bin noch nicht ganz so... noch gar nicht so ganz bekannt mit dem Ganzen hier. Ich erinnere mich nicht an diesen Verwandten. Komisch, aber wenn er meinen Brief erhalten hat, muss er doch mit mir verwandt sein, oder? Ich werde ihn nach den Familienwappen fragen. Wer ist das? Schmiedemeister Peter. Zu Hause, wegscheuchen, Monarch. Das will ich nicht. Begeisterte Rede halten. Ich halte die meine... Habe ich das jetzt ange... Ja. So. Das ist ja so mein Merkmal. Und ihn frage ich jetzt mal nach den Familienwappen. Mann. Das ist schon ein bisschen komisch, dass ich mich nicht an ihn erinnere. Was machen die da hinten? Es laufen wirklich sehr viele Leute rum, die ich gar nicht wahrnehme und gar nicht kenne und so. Wer ist das? Meister Concentrate. Tut mir leid, ich habe es nicht. Es besteht nur in meiner Erinnerung. Wir können später darüber reden. Los, zeig mir dein Königreich. Ach, wir müssen doch nicht mit dem Geschäftlichen beginnen. Das hat Zeit. Ja, ich würde auch sagen, das hat Zeit. Familienmitglied zum Stadtplatz folgen. Nö, ich möchte jetzt gerade mal kurz hochhalten, weil ich keine Ahnung habe, was genau das ist. Deswegen würde ich gerne gerade mal auf meinen Thron steigen. Möchtest du mehr über Bittgesuche erfahren? Ja, komm, erzähl mir mal. Also dieses Teil hier muss ich noch ein bisschen selbst lesen. Ja, also die Leute sind versessen auf deinen Rat. Sie haben Bitten, Fragen und Sorgen, wie es mit der Schweinefarm ihrer Familie weitergehen soll. Es ist an der Zeit, Hof zu halten. Klick auf den Thron, wähle Hof halten. Schon bald werden sich die Leute seiner Weisheit wegen mit allen möglichen Problemen an den Monarchen wenden. Bei jedem Bittgesuch gibt es 2 Optionen, von denen manche auch Geld kosten. Deine Entscheidungen verursachen entweder einen Anstieg oder eine Abnahme der Beliebtheit des Monarchen. Okay. Das ist meine Ratgeberin. Genau. So. Ja, den soll ich... Aber ich bin eigentlich müde und wir haben mitten in der Nacht. Und ich glaube, dieses Hofhalten bringt es irgendwie auch gar nicht. Ratgeber herbeirufen. Sie ist doch schon da. Mojene. Na? Winsab. Ramul. Erhebt euch. Le Cref. Preskul Glatarian. Und jetzt sollen sie sich wieder hinsetzen, oder? Kann das sein? Wie auch immer. So, ich möchte mal gerade hier da was untersuchen. Ich klicke... Kann ich das nicht aufhören? Was ist jetzt? Was ist jetzt wieder? Ich check's manchmal noch nicht so ganz hier, was ich alles machen kann und was nicht. Warum... Was ist mit ihr los? Jetzt. Okay. Super. Danke für die Einladung. Ich muss jetzt gehen. Lebe wohl. Ja, bitte. Lebe wohl.
Das war aber nicht mein Cousin. Das war der Meisterkonstruktor, Jared. So, ich weiß nicht. Untersucht sie das gerade oder nicht? Wir haben übrigens 1321. Ich glaube, das sind auch Simoleons, oder? Ich nenne es mal auch hier so. So, ich gehe jetzt erstmal ins Bett und mache kein Nickerchen, ich schlafe. Deswegen spule ich auch mal ein bisschen vor. Also, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ich hier mal irgendwann mit mehreren zum Beispiel spielen kann. Wie das so läuft. Ich habe ja momentan nur sie hier. Ich habe hier die Questleistung. Es geht hier um mein Familienwappen. Das habt ihr ja schon eigentlich gesehen. Und irgendwie geht es gerade nach unten. Leistungsabfall. Wartet mal, stopp. Okay, ich muss ihm zu dem Schauplatz hierhin folgen. Wahrscheinlich deswegen Leistungsabfall, weil ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe. Aber gut. Muss Opfer finden, um Frust abzulassen. Ja, das muss sie halt immer wieder. Es tut mir leid, aber sie muss das echt tun. Ich habe da wirklich was gewählt. So, und hier seht ihr schon den Weg, den sie im Grunde gehen muss. Was ist denn das? Das ist irgendwie abgestürzt. Genau, das ist auch wirklich der Weg, den sie gehen muss. Wahrscheinlich über die Brücke. Das ist also unser Königreich im Grunde. Und man kann dann auch hier so bestimmte Dinge entdecken, wenn ich eine gewisse Fähigkeit wohl irgendwie erwischt oder bekommen habe. Die muss ich natürlich noch machen. Jetzt, das geht auch noch nicht. Okay. Wo ist er denn? Da ist er, oder? Ist er das? Nee, das ist er nicht. Doch, das ist Cousin. Und das ist wer? Halt, wer bist denn du? Die Stadtschreierin Alma. Das scheint ein Wunschbrunnen zu sein. Ah, der Stadtplatz. Das Herz der Stadt. Hier habe ich mich schon immer am liebsten gehalten, ob es meinem Verwandten genauso gehen wird. So. Mit Familienmitglied über Stadtplatz unterhalten. Oh, guck mal, hier können wir Wasser schöpfen, auf Echo lauschen oder auch etwas wünschen. Ein Wunschbrunnen. Hier riecht es wie in Werkesloh und eine petrische Predigt ist spannend gegen die gähnende Langeweile hier. Vielleicht können wir das Ganze ein wenig interessanter gestalten. Los, spuck in den Brunnen. Was? Oh, Gruppenzwang. Wie wird Gräfin Sarah reagieren? Okay. In den Brunnen spucken, bist du übergeschnappt? Komm, wir besuchen einen anderen Stadtteil. Haha, da werden sich die Städter schön umsehen. Ich sag, mach doch nicht das, was er sagt. Dafür, dass wir verwandt sein sollen, bist du aber ganz schön langweilig. Bist du sicher, dass wir derselben Familie angehören? Komm schon, sehen wir uns den Rest des Kaffs an. Ich möchte mir gerne was wünschen. Einen kleinen Wunsch. Sie wünscht sich da auch noch was. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. So, Moment. Familienmitglied zur Hafenanlage folgen. Okay, mache ich dann gerade noch was? Ja, ich bin noch nicht. Ich habe noch nichts gewünscht. Oh, bitte, bitte. Ich wünsche mir meinen kleinen Wunsch. Ein Kind. Was soll ich denn jetzt gehabt? Gräfin Sarah muss wohl Glück haben. Der Wunsch wurde erhöht, sodass sie die Stimmung angespornt erhalten hat. Das ist ja krass. Warte mal, Stimmung? Stimmung? Angespornt. Hier, ein bisschen Zungenspruch kann Großes bewirken. Ja, das ist gut. So, aufgestaute Wut. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal gerade Stopp machen. Wer ist denn diese Kartenzeichner? Helge. Ich muss nämlich gemein sein. Einen kurzsichtigen Schurken nennen. Oder einfach über sein Aussehen. Wobei ich ihn eigentlich ganz hübsch finde. Elfrina, komm, Don Efrina!
Sarah hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Helge ist eitel. Oh, eitler Kerl. Wer ist denn das? Eitler Kerl. So, okay, ich entschuldige mich mal und ich würde mich gerne mal kennenlernen. Weil irgendwie gefällt er mir Typen. Nach musikalischen Vorliebenschlagen. Über Zustand des Königreichs reden. Über künstlerisches Schaffen unterhalten. Wie gesagt, der Typ gefällt mir gerade ein bisschen. Was ist mit dir? Was machst du da? Die wünscht sich doch schon wieder was. Kann man nicht sagen. Nur noch ein bisschen kennenlernen oder so. So. Jetzt, hier geht's ein bisschen besser. Hm. Was muss ich denn hier machen? Hm. Seine Tugenden hochloben. Und jetzt guck ich mal, ob ich mal ein bisschen romantisch sein kann. Ach, hier könnte ich übrigens immer auf ihn rauslassen gehen, Mann. Sein Aussehen loben? Gunsterweisen. So, und da ist noch ein Mädchen. Philippa, die Heimatlose. Die Heimatlose. Kennenlernen. Oh, die zwei haben sich mal... Ich bin gerade romantisch. Wie auch immer. So, er geht jetzt. Okay, tschüss. Hallo, du Heimatlose. Jetzt muss ich mir mal begeisternde Rede halten. Kennenlernen. So, ich quatsche hier noch so ein ganz kleines bisschen. Ich kann noch eine Grimasse im Sitz erzählen. Okay. Oh, da kommt der Junge von vorhin. Oder das ist... Moment, Moment. Schätzchen Clementine. Nee, das ist ein Mädchen, okay? Schätzchen. Stehe wohl ein bisschen ungünstig. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns in einer nächsten Runde. Und es wird also einfach hier weitergehen, ja. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen müssen, wo es hingehen wird. Ich werde natürlich der Quest immer nachgehen, werde aber auch ein bisschen individuell so jetzt hier einfach die Leute kennenlernen oder vielleicht auch Dinge kaufen. Also ich kann auch hier ja, ganz unterschiedliche Dinge eben dann auch tun und machen und überhaupt. Und ich würde dann sagen, dass ich auch zu dem Schauplatz also, dass ich dann auch jetzt gehe, quasi. Genau. Und ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Sims Mittelalter wird es immer geben. Oh, jetzt muss ich meinen Zettel natürlich rausholen. Sims Mittelalter möchte ich immer an einem Dienstag, Donnerstag und Sonntag jeweils um 18 Uhr wird es das geben. Und ja, ich sag jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidau. Ciao, ciao.